Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachs mal Stift. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Einen Stock. Wie nennt man einen Bären, der auf einer Kugel sitzt und schreibt? Kugelschreibär. Wozu braucht die Polizei eine Schere? Ja, um Einbrechern den Weg abzuschneiden. Warum summen die Bienen? Weil sie den Text nicht kennen. Was ist grün, glücklich und hüpft über das Gras? Eine Freu Schrecke. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Zum Holznasenohrenarzt. Wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In die Reha-Klinik. Was sagt der Holzwurm Mama abends zu ihren Kindern? Husch, husch, ins Brettchen. Welche Vögel hören nicht? Die Tauben. Wie nennt man eine Frau mit Klasse? Lehrerin. Welche Handwerker essen am meisten? Maurer, die verputzen ganze Häuser. Was ist ein Keks, der unter einem Baum liegt? Ein schattiges Plätzchen. Was freut sich und stinkt? Das Geburtstagskind. Was hat ein Vogel, der auf einem Misthaufen fliegt? Einen Kotflügel. Warum ist Zucker schlauer als Salz? Weil es raffiniert ist. Wie nennt man ein kleines Schwein, das um Hilfe ruft? Notrufsäule. Wann tragen Rosinen Stirnlampen? Wenn sie in einen Stollen gehen. Oh. Gut, das war's.